Das Garagentoröffnungssystem ist schnell eingebaut und programmiert. Hier am Beispiel der S-Klasse Typ 221. Zunächst bauen Sie den Innenspiegel aus. Dazu lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben im Brillenfach und schon lässt sich der Innenspiegel herausnehmen. Ein Kollege geht Ihnen sicher zur Hand, um die Dachbedieneinheit zu halten. Die darf nämlich während des Arbeitsvorgangs nicht lose herunterhängen, sonst reißen unter Umständen die Kabel. Festziehen der Schrauben der Dachbedieneinheit ist der Einbau des Innenspiegels beendet. Bei einer Erstprogrammierung der Fernbedienung müssen Sie den Speicher der Fernbedienung löschen. Drehen Sie den Schlüssel auf Stellung 2, Zündung ein. Per Knopfdruck auf die eingelernte Sendetaste lässt sich das Garagentor jetzt öffnen. Unter www.eurohomelink.com finden Sie eine Liste aller Öffnungs- und Schließsysteme, die für Mercedes-Benz kompatibel sind. Bei einem Garagentorsystem mit Wechselcode muss der Torantrieb mit der integrierten Fernbedienung des Innenspiegels synchronisiert werden. Nach dem Einlernen des Wechselcodes blinkt die Kontrollleuchte im Wechsel 1,6 Sekunden schnell, dann 1,6 Sekunden ohne Unterbrechung. Drücken Sie am Empfänger, in unserem Fall ein Universalempfänger der Firma Homelink, die Lerntaste. Dann betätigen Sie im Fahrzeug die eingelernte Sendetaste. Die Synchronisation ist erfolgreich, wenn die Anzeigenleuchte am Empfänger erlischt. Jetzt lässt sich das Garagentor durch Drücken auf die eingelernte Sendetaste bequem öffnen. Am Empfänger leuchtet links oben die Funktionsleuchte auf. Von nun an heißt es einsteigen, Tor automatisch öffnen und losbrausen. Der Garagentoröffner macht das Leben leichter.